Rednerin hat Sabine Leidig von der Fraktion Die Linke das Wort. Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste! Wenn Verschwendung, Murks und Machtpolitik bei Großprojekten so offensichtlich sind wie beim BER und bei Stuttgart 21 und niemand dafür gerade stehen muss, dann macht das Politik verdrossen. Und das wollen wir nicht. Deshalb unser neuer Antrag, Ausstieg aus Stuttgart 21, die Deutsche Bahn AG vor einem finanziellen Desaster bewahren. Sie erinnern sich sicher alle, als 2009 der Baubeginn beschlossen wurde, haben Sie behauptet, dass dann die Bahn auf der europäischen Magistrale, ich weiß schon gar nicht mehr von wo, nach Bratislava schneller wäre und 10 Minuten früher in Ulm, für schlappe 3 Milliarden €. Das hat Hartmut Meedorn damals Stein und Bein geschworen. Kurz zuvor allerdings haben die unabhängigen Berater, Gutachter Viereck und Rössler die Kosten für Stuttgart 21 schon auf 6,9 Milliarden Euro veranschlagt. Später musste dann der Bahnchef Grube mehr Kosten zugeben und hat sich festgelegt. 4,5 Milliarden Euro, sagte er, sei die Sollbruchstelle, weil es sonst ein völlig unwirtschaftliches Projekt sein würde. Auf dieser Grundlage haben dann die Bewohner von Baden-Württemberg darüber abgestimmt, ob das Land, nachdem die CDU abgewählt war, aussteigen soll. Die Projektbetreiber plakatierten damals überall die falsche Behauptung, dass dann 1,5 Milliarden für nichts fällig würden. Und unter diesen Bedingungen war die knappe Mehrheit dagegen. Was kam aber danach? Im Dezember 2012 muss Herr Grube zugeben, dass die Kosten viel höher liegen, viel höher sein werden als die 4,5 Milliarden, nämlich 6,5 Milliarden. Der Kostendeckel war krachend gesprengt. Viereck und Rössler hatten offensichtlich mit ihrer Kostenschätzung recht gehabt. Die einzige vernünftige Konsequenz wäre gewesen, den Ausstieg zu beschließen. Das hätte der Aufsichtsrat der Bahn im März 2013 tun müssen. Zu diesem Zeitpunkt waren zwar die Bäume im Park gefällt und ein Teil des denkmalgeschützten Bahnhofs abgerissen, aber der eigentliche Bau war noch gar nicht begonnen. Was aber geschah? Aus politischen Gründen hat die Kanzlerin höchstpersönlich interveniert und dafür gesorgt, dass wieder besseren Wissens weitergemacht wird. Im Jahr der Bundestagswahl sollte die CDU triumphieren und nicht die Bürgerbewegung. Zum Schaden der Bahn übrigens, denn keiner der anderen Projektpartner ist bereit, sich an den gewaltigen Mehrkosten zu beteiligen. Und Frau Merkel wird ihre Schatulle auch nicht öffnen. Mittlerweile sind nun genau die Probleme zutage getreten, von denen zum Beispiel die Ingenieure gegen Stuttgart 21 von Anfang an gewarnt hatten. Viel zu viel Grundwasser abzupumpen, Brandschutz nicht ausreichend, Fehlplanung bei der Flughafenanbindung und so weiter. Deshalb hat Viereck und Rössler jetzt eine neue Kostenschätzung, eine neue Kostenstudie vorgelegt. Das Projekt wird nicht 5,6, sondern 9,8 Milliarden Euro kosten. Und jetzt stellen Sie sich vor, auf der einen Seite werden gerade sämtliche Nachtreisezüge gestrichen, weil die Investitionen in neue Schlafwagen sich angeblich nicht lohnt. Und auf der anderen Seite soll die Deutsche Bahn dieses Milliardengrab finanzieren. Das ist völlig absurd. Wir verlangen, dass der Bund jetzt endlich die Notbremse zieht. Als Eigentümer der Bahn haben Sie die Verantwortung, wirtschaftlichen Schaden von diesem öffentlichen Unternehmen abzuwenden. Sie dürfen nicht zulassen, dass diese Milliarden Steuergelder so verschwendet werden. Ihren Mitgliedern im Aufsichtsrat, auch Frau Lühmann, droht übrigens eine Klage wegen Verletzung ihrer Aufsichtspflicht. Sorgen Sie dafür, dass die Bahn aus Stuttgart 21 aussteigt. Und jetzt das Positive zum Schluss. Es gibt gute Alternativen. Auch die sind seriös berechnet worden, mitsamt den Ausstiegskosten. Der bestehende Bahnhof kann restauriert werden mit einem neuen Dach und viel größeren Zugkapazitäten. Die Baugrube kann für Nahverkehrsangebote genutzt werden. In jedem Fall würden die K21-Vorschläge mindestens 5,9 Milliarden Euro weniger kosten
als Stuttgart 21. Geld, das für sinnvolle Zwecke gebraucht wird. Ich bedanke mich. Sie ignorieren zwar meinen Hinweis, dass Ihre Redezeit beendet ist, sie ist aber trotzdem beendet. Ich komme zum Schluss und bedanke mich beim Aktionsbündnis und bei allen Aktiven gegen Stuttgart 21, die immer wieder für Aufklärung sorgen und für konkrete Alternativen. Das ist wirkliche Demokratie. Da möchte ich Kolleginnen und Kollegen der Fraktion Die Linke bitten, ihre Button abzunehmen. Wir haben eine Geschäftsordnung, nach der das Tragen von und Zeigen von Plakaten und ähnlichen Symbolen, das gilt auch für Button im Deutschen Bundestag, von den Abgeordneten nicht zulässig ist. Das ist eine Geschäftsordnung, die wir alle gemeinsam miteinander beschlossen haben. Und ich erwarte, dass auch die Kolleginnen und Kollegen etwas sich daran halten, an das, was beschlossen worden ist, von uns allen im Übrigen gemeinsam. Das ist keine Geschäftsordnung, die nicht von allen beschlossen worden ist. Deshalb bitte ich, es abzunehmen. Alle. Ich kann auch die Sitzung so lange unterbrechen. Ich habe vorhin die Kollegen